ich selbst wollte heute hauptsächlich über ein Forschungsvorhaben, eine Forschungsrichtung, die ich selbst verfolgt habe, in meiner Arbeitsgruppe an der FU Berlin berichten, die über relationales Lernen und Handeln und Planen in relationalen Welten geht. Aber bevor ich das mache, auch auf Wunsch auf Tamin hin, wollte ich kurz noch auf was anderes hinweisen. Und zwar ist kürzlich von der DFG ein neuer Schwerpunktprogramm bewilligt worden. Ein Schwerpunktprogramm der DFG, das sind deutschlandweite Förderprogramme, die in einem gewissen Gebiet Forschungsprojekte fördern, die zum Teil koordiniert sein sollen, also wo es Austausch zwischen diesen Projekten an den verschiedenen Unis geben soll, aber die vor allem auch auf ein vielversprechendes Forschungsthema fokussiert sein sollen. Nun, dieses neue Forschungsprogramm nennt sich Autonomes Lernen. Und die Idee lässt sich, finde ich, am besten skizzieren und auch einführen, indem man Folgendes diskutiert. Wenn man sich ein bisschen in die Lerntheorie auskennt und auch die Praxismethoden in der Lerntheorie sich anschaut, hat man folgenden Eindruck. Sehr oft ist es eben so, dass viele Lernmethoden in der Praxis so funktionieren, dass der Anwender oder Ingenieur zunächst beschreiben muss, was soll denn gelernt werden. Das bedeutet insbesondere auch, dass der Anwender in der Praxis auch die Daten zur Verfügung stellt, auswählt, die Repräsentation dieser Daten, insbesondere auch die Feature in diesen Daten definiert, selbst dann auswählt, welcher Algorithmus könnte denn geeignet sein, um auf diesen Daten zu lernen, Support-Vektormaschine oder ein Bayesisches Netz oder was auch immer, die Hyperparameter für dieses System einstellt oder auch die Struktur von einem tiefen Netz oder was auch immer bereitstellt. Und das ist in gewisser Weise, und da sind wir nicht die Ersten, die das diskutieren, schon ein bisschen diametral zu dem Wunsch und dem Ziel, dass Lernen ja die Autonomie eines Systems erhöhen sollte. Richtig? Das ist ja die Idee, das Tolle, dass man denkt, die Systeme sollten lernen, autonom, und dadurch müssen wir sie nicht mehr so viel programmieren. Und in der Biologie kann man darüber diskutieren, aber scheint es ja nun schon so, dass die Systeme autonom lernen. Also die Frage ist, ist es nicht möglich, ein Forschungsgebiet und eine Forschungsstoßrichtung aufzuziehen, die auf die Autonomie des Lernens fokussiert? Das heißt nicht so sehr, es geht zwar auch um autonome Systeme im Sinne der Robotik, aber vor allem um die Autonomie des Lernens an sich. Das heißt, idealerweise sollte diese Forschungsrichtung auf Systeme zielen, die in autonomer Weise ihre eigenen Daten sammeln. Stichworte Active Learning oder Exploration, die aber auch in autonomer Weise eigene Repräsentationen, eigene Strukturen des Lernsystems entwickeln und in autonomer Weise dann das Gelernte nutzen, um Verhalten zu organisieren. Das heißt, dieses Schwerpunktprogramm Autonomes Lernen will Forschung fördern. Das hier ist letztlich nochmal eine Zusammenfassung, was ich im Grunde gesagt habe. Die relevanten Stichworte sind, die sich zum Beispiel mit Exploration beschäftigen, zum Beispiel mit dem Entwickeln von Repräsentationen oder auch tiefen Repräsentationen, das ist ein aktuelles Forschungsthema im maschinellen Lernen, und Abstraktionen beschäftigen und die letztlich dadurch die Brücke schlagen zwischen Lernen, wie wir es aus dem Vorbild, aus dem biologischen Vorbild uns eigentlich wünschen zu verstehen, und dem Realisieren dieses Lernens auf autonomen Systemen. Die Informationen auf dieser Webseite sind ein bisschen veraltet. Das Schwerpunktprogramm ist angelaufen und jetzt in letzter Woche sind genau die Bewilligungen für die ersten Projekte innerhalb des Schwerpunktprogramms gelaufen. Auf dieser Seite findet man allerdings auch den Antrag dieses Schwerpunktprogramms. Und das ist schon, finde ich, in aller Bescheidenheit, finde ich, ein ganz interessantes Dokument. Ganz kurz auch noch, zeige ich ganz kurz, welche Projekte in der letzten Woche bewilligt wurden. Das sind insgesamt 15 Projekte, die von der DFG bewilligt wurden, mit schon verschiedener Ausrichtung. Es gibt natürlich einige Projekte, die auch einen direkten Kontakt zu Robotik und autonomen Systemen haben, wie hier diese Bielefelder-Karlsruher Verbindung oder auch die Münchner Sven Behnke. Aber es gibt schon auch andere, die eher aus der Richtung des Reinforcement-Lernens oder aus der Lerntheorie oder auch aus der Biologie, aus der Neurobiologie kommen und sich versuchen, dieses Themas anzunehmen. Okay, das war, was ich über dieses Schwerpunktprogramm Autonomes Lernen erzählen wollte. Was ich finde, eine ganz tolle Sache ist, die, was ich hoffe, vielleicht zum Ziel hat, auch die Brücke oder auch dem momentan fehlenden
Kontakt zwischen Lerntheorie und der Forschung im Lernen und dem tatsächlichen Funktionieren im autonomen System doch zu schlagen. Über die Forschung, über die ich heute eigentlich reden wollte, ist ein Projekt innerhalb dieses Schwerpunktprogramms autonomes Lernens. Und diese Forschung beschäftigt sich mit einem Thema, das mich, das einer meiner Hauptthemen war in den letzten 3-4 Jahren, von der ich überzeugt bin, dass sie ganz relevant ist, wenn man sich überlegt, wie Systeme, wie Roboter in einer echten natürlichen Welt lernen könnte. Und also dieser Untertitel skizziert, was das sein könnte. Es geht um Exploration, Lernen und Inferenz in Domänen, die ich relationale Welten nenne. Und der erste Vortrag heute Morgen war auch wirklich sehr spannend. Das ist durchaus verwandt mit den Beschreibungen und den Weltmodellen, die wir heute im ersten Vortrag auch gehört haben. Ich möchte so 3 Folien nutzen, um das ein bisschen zu motivieren von einer allgemeineren Diskussion des wissenschaftlichen Stands und wo wir denn stehen und was ich glaube, was relevante Forschung wäre auf dem Gebiet. Es geht also darum, Lernen, das heißt Methoden der Lerntheorie, statistischen Lerntheorie, maschinelles Lernen, auf Robotern umzusetzen. Das kann man auf verschiedensten Ebenen tun. Hier dieses Bild ist ein bisschen provozierend. Ich habe hier einerseits diesen Roboter in der Blase, in der Bubble und auf der anderen Seite eine relativ echte Welt. Das soll in keiner Weise irgendwie die eine oder die andere Forschung diskriminieren. Den Punkt, den ich versuche zu machen, ist, dass man einerseits versuchen könnte, Lernmethoden anzuwenden auf ein System, auf ein Robotersystem, wo man sich auf die inneren Freiheitsgrade des Roboters selbst fokussiert. Und diese inneren Freiheitsgrade eines Roboters sind oft durch einen Vektorraum gegeben, zum Beispiel die Gelenkwinkel oder auch die Geschwindigkeiten des Gelenkwinkels. Und wenn man sich in einer solchen Domäne befindet, lassen sich oft sehr gut die Methoden des maschinellen Lernens oder der Lerntheorie anwenden, weil das sind eben vektorielle oder Vektorraummethoden. Und dementsprechend zum Beispiel zur Systemidentifikation oder auch die wunderbaren Methoden, die Jan Peters gestern vorgestellt hat, für Reinforcement-Lernen in solchen Räumen nutzen, um Lernen auf Robotern zu realisieren. Das Lernen bedeutet dann aber, dass der Roboter vornehmlich Dinge über sich selbst, über seine eigene Kinematik lernt oder Dinge lernt, die direkte Motor Skills sind, also hauptsächlich motorische Fähigkeiten lernt. Im Kontrast dazu ist die Frage, wenn man den Roboter aber freilässt in einer echten Welt, ist es sicherlich, also wenn man an Manipulation denkt, eine große und sehr andere Frage, kann man denn Lernen auch in solchen Welten realisieren? Das heißt, kann man auch Lerntheorie übersetzen, sodass es nicht nur um die Vektorräume und eigenen Freiheitsgrade geht, sondern um ein Lernen eines Modells der externen Welt rein aus Erfahrung. Ich glaube, die Repräsentationen, die man dafür braucht, sind sehr verschieden. Das hier ist ein kombinatorischer Raum, auf den ich noch genau eingehen werde. Und ich glaube auch, dass es da deutlich weniger Fortschritte in den letzten Jahren gab. Als letzte Anmerkung, ich glaube, auf dieser Seite hat man schon eine ziemlich konkrete Idee, welche Methoden des maschinellen Lernens und des Reinforcement-Lernens man anwenden kann, um Bewegungen zu lernen in inneren Freiheitsgraden. Wohingegen hier ist, glaube ich, erst in den letzten Jahren ein neues Gebiet aufgekommen, das sehr vielversprechend ist und das sich damit beschäftigt, wie man in solchen Räumen versuchen kann, Lerntheorie umzusetzen. Und eine zweite Folie zur Motivation dieses ganzen Forschungsprojekts. Das ist die Bayesche Formel, die hoffentlich jeder kennt. Und jeder weiß, was diese Terme bedeuten. Auf der rechten Seite hier ist ein Prior, das heißt, das ist eine Vorannahme, könnte man intuitiv vielleicht sagen, über den Raum der möglichen Modelle oder Hypothesen, die man über eine Welt haben könnte. Und sobald man Daten sieht und die Likelihood der Daten unter dieser Hypothese kennt, kann man seinen Glauben über die Welt anpassen. Das heißt, man hat einen Anfangsglauben über die Welt und nachdem man Daten gesehen hat, kann man, sagt diese Bayesche-Formel, wie man das anpasst. Die Frage ist, was ist aus wissenschaftlicher Sicht schwerer zu fassen? Ist es schwer, den Prior oder hier diesen Modell-Update zu machen? Und den Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass natürlich im Grunde, wenn man sich überlegt, die komplette Informationstheorie oder auch maschinelles Lernen sich mit dem linken Teil beschäftigt hat. Inferenzmethoden, Lernmethoden, auch Optimierungsmethoden, um Inferenz in welchen Netzwerken oder was auch immer zu machen, hat sich doch im großen Teil natürlich auf diesen linken Teil
versteift und auch sehr effiziente Methoden dafür empfunden. Die Frage ist, wo bekommen wir denn jetzt aber diesen rechten Teil, den Prior, her? Und das ist letztlich womöglich der konzeptuelle, viel schwerere Teil, denn was versteckt sich alles hinter dem Prior? Na, im Grunde, der Prior eines lernenden Systems definiert fast alle interessanten Dinge, die Struktur des Modells, die Typ der Repräsentation, die Art der Generalisierung und auch Regularisierung, wenn man das frequentistisch formuliert, oder auch die Wahl des Kernels. Der Punkt, den ich machen will, ist, ich glaube, maschinelles Lernen und auch Lerntheorie hat uns extrem starke Methoden hier für die linke Seite gegeben. Wenn wir das umsetzen wollen in der Robotik, dann brauchen wir Robotiker. Und es können nur Robotiker, die uns einen Einblick geben können, was denn letztlich gute Priors sind für Roboter. Was sind die Strukturen in der Robotik, in robotischen Problemen, die wir abbilden wollen in den Priors? Was sind gute Priors in der Robotik und was sind auch gute Priors, um robotisches Verhalten in natürlichen Welten zu erlauben? Und das, denke ich, ist ein inhärentes Problem, das jetzt eigentlich nicht die Informationstheorie oder Lerntheorie uns lösen kann, sondern die wirklich nur jemand, der diese konkrete Welt oder die Strukturen auch in dieser konkreten Welt versteht, also letztlich ein Robotiker, beantworten kann. Als kurze Analogie, in der Computer Vision wurde sowas gemacht wie Natural Image Statistics, um Priors, um zu Bildverständnis zu lernen und zu extrahieren. Das analoge Frage ist letztlich, was sind Natural World Priors in Robotics? Also kann es eigentlich eine Forschung geben, die analog zu Natural Image Statistics in Computer Vision ist in der Robotik? Was ich finde, ist wirklich eigentlich eine interessante Frage, ob es so eine Forschung geben kann. Jetzt wieder zurück auf den Boden. Was ich in dem folgenden, in dem Vortrag angehen werde, ist ein ganz bestimmter Aspekt von natürlichen Welten, also ein ganz bestimmter Aspekt, den ich glaube, der in einem Prior über natürliche Welten enthalten sein muss. Und das ist letztlich ein ganz, ganz simpler, nämlich die Tatsache, dass viele Welten auf einer höheren Ebene komponiert sind aus Objekten, dass es Objekte gibt und dass der Zustand einer Welt letztlich durch Relationen und Eigenschaften dieser Objekte gegeben ist. Und dass das eine sehr starke Art der Generalisierung, auch einen sehr starken Prior letztlich impliziert, der es erlaubt, Systemen doch ziemlich effizient zu lernen, wenn man ihn ausnutzt. Okay, also im Folgenden werde ich zunächst mal auf das Lernen in solchen relationalen Welten eingehen und dann also ganz kurz nur auf Inferenzen, Exploration in solchen Welten. Robotiker nennen solche Welten oft unstrukturiert. Es ist klar, in welchem Kontext. Also in dem Kontext wird das Wort strukturiert gemeint. Ich kann eine Industrieumgebung vorstrukturieren, sodass der Zustandsraum sehr, sehr klein ist. Und das ist eben nicht eine solche vorstrukturierte Industrieumgebung. Trotzdem gibt es hier natürlich extrem viel Struktur. Die natürliche Welt ist extrem stark strukturiert, natürlich. Erster Fakt, es gibt Objekte. Zweiter Fakt, die Objekte, die schweben nicht irgendwo im Raum rum, sondern die stehen eben auf anderen Objekten, weil es Gravitation gibt. Tendenziell stehen kleinere Objekte eher auf größeren, also zum Beispiel die Flasche auf diesem Tisch und nicht der Tisch auf der Flasche. Und naja, allerlei. Also das ist ja die echte, unsere physikalische Welt. Und da ist natürlich extrem viel Struktur in dieser Welt. Und diese Struktur, allein aus der Bayesian Formel, ist vollkommen klar, dass wir diese Strukturen nutzen müssen, um effizient Inferenz betreiben zu können. Wenn man jetzt diese objektorientierte Struktur als Zielpunkt nimmt, dann ist ein Ansatz, der letztlich auch aus der KI kommt, wo ich gleich auch noch einen Kommentar zu gebe, dass man sagt, dass im Grunde der Zustandsraum in solchen Welten beschrieben wird durch Eigenschaften und Relationen von Objekten. Also zum Beispiel A, B seien jetzt konkrete Objekte in dieser Welt und A hat eine Eigenschaft, dass es ein Ball ist, B hat die Eigenschaft, dass er rot ist und sie stehen auch in Relation, nämlich dass A auf B ist. Das hat natürlich sofort den Nebeneffekt, dass der Zustandsraum exponentiell in der Zahl der Objekte ist. Die klassische KI, hat aber auch einen Formalismus uns zur Hand gegeben, nämlich First Order Logic, der sagt, wie man in einer Art und Weise abstrahieren kann, sodass man diesen exponentiellen Zustandsraum kompakter beschreiben kann. Also nicht, man wird ihn nicht los, sondern man kann ihn kompakter beschreiben. Und zwar kann man die Annahme machen, und das ist wieder ein starker Prior über echte Welten,
dass letztlich die Effekte von Aktionen in echten Welten nicht von der konkreten Identität eines Objekts abhängt, sondern nur von den Eigenschaften eines Objekts. Das heißt, wenn ich irgendein Objekt anschiebe, ist es egal, ob das das Objekt Nummer 175 in der Scene Graph Repräsentation ist, sondern alles, was relevant ist, sind die Eigenschaften dieses Objekts, ob das jetzt eben ein Ball ist oder ein Kubus oder wie schwer es ist und so weiter. Das heißt, man abstrahiert, man kann die, um die Effekte von Aktionen zu beschreiben, kann man über die Objektidentität abstrahieren und stattdessen solche Regeln wie für jedes Objekt X, das die Eigenschaft Ball hat, folgt daraus, dass es rollt. Der Punkt dabei ist, das ist ein Prior. Und wenn ich diesen Prior ernst nehme in einer Bayesian Formel, folgt daraus extrem starke Generalisierung, wenn ich eine Lerntheorie auf solchen Priors basiere. Das bedeutet, dass jedes Wissen, das ich umsetze in ein Modell, und in dem ich diese Priors ausnutze, automatisch generalisiert über Objekte. Und also später werde ich auch noch Demonstrationen geben, wo das genau der Knackpunkt ist, weshalb man durch relativ wenig Erfahrung in solchen relationalen Welten relativ stark generalisierende und interessante Modelle bekommt. An der Stelle, ich weiß nicht, je nach Publikum bekomme ich öfter die Frage, was denn nämlich gefahren sei, dass ich jetzt wieder zurück zur KI gehe. Das hängt natürlich extrem stark vom Publikum ab, aber tatsächlich bekomme ich öfter das Kommentar, dass es doch jetzt ein Schritt zurück sei, denn die KI hat doch versagt, hat nicht geklappt. Deswegen schon ein paar Kommentare an der Stelle. Ich fange vielleicht direkt hier mit dem zweiten Punkt an. Was wir tun werden und was auch jetzt diese neuen Methoden der statistischen Lerntheorie, auf die ich kommen werde, letztlich tun, ist, sie nutzt die Repräsentationssprache der KI, nämlich die Repräsentationen aus First-Order-Logic, um darauf aufbauend auf diesen Repräsentationen klassische statistische Lerntheorie zu machen. Das heißt, es ist nicht so, dass die Verfahren, die wir hier verwenden werden, die Methoden von Theory Improving oder Logic Reasoning letztlich benutzen, sondern was wir uns entleihen aus der Logik und aus der klassischen KI sind die Repräsentationen. Und die sind eben extrem interessant und stark, weil genau diese Repräsentationen uns diese starke Art der Generalisierung erlauben. Das heißt, was wir machen werden, ist, wir werden probabilistische Lernverfahren und auch Inferenzverfahren auf solchen Repräsentationen der Klassik nutzen. Das heißt, wir nutzen diese logischen Ausdrücke, First Order Logic, als Features, auf denen dann klassisches Machine Learning und Inferenz basiert. Und als dritten Kommentar möchte ich darauf hinweisen, dass im Moment wirklich was sehr Spannendes passiert in den Forschungsgebieten, in der KI und des maschinellen Lernen. Also vor allem in den Staaten, allerdings auch war erst letzte Woche in Berlin auch diese KI-Konferenz, wo deutlich zu sehen war, dass immer mehr und mehr Forschung in klassischer Logik probabilistisch wird und auch immer mehr Forschung am maschinellen Lernen logische Repräsentationen nutzt. Das heißt, im Moment, das passiert gerade, wachsen diese zwei Felder wieder zusammen, was ich glaube, was extrem nützlich und gesund für beide Felder ist. Und das hier sind alles Beispiele für Formalismen, die diese wahrscheinlichkeitstheoretischen und statistischen Lerntheorie zusammenführt mit logischen Repräsentationen. Und genau das wird hier auch passieren. Ich werde hier jetzt diese sogenannte statistisches relationales Lernen nicht im Detail einführen, sondern nur ein einziges Beispiel geben. Aber es sei darauf hingewiesen, dass ein wirklich sehr schönes Tutorial zu diesem Thema statistische Lerntheorie von Lise Gethur, das man hier auf dieser Seite finden kann. Empfehle ich jedem Studenten, der ein bisschen Einblick bekommen will. So, ein Beispiel für statistisches relationales Lernen. Und das ist ein sehr spezielles, aber finde ich ein sehr schönes, das sich auch sehr, sehr, sehr schön übersetzt in, glaube ich, konkrete Anwendungen in der Robotik. Nehmen wir an, wir hätten ein System, das folgende Erfahrung gesammelt hat. Wir haben ein System, das anfangs in einem Zustand war und der Zustand wird sehr ausführlich beschrieben als A ist eine Box, B ist eine Box, C ist ein Ball, D ist ein Tisch, A ist auf B, B ist auf D und so weiter. Das ist also eine extensive Zustandsbeschreibung. Der Agent hat eine Aktion gemacht, danach kommt er in einen neuen Zustand und der neue Zustand lautet, A ist eine Box, B ist immer noch eine Box, C ist immer noch eine Box und so weiter. Und hier hinten hat sich dann tatsächlich mal was geändert. So ein Datensatz ist letztlich ein Protokoll von Erfahrungen oder auch im Reinforcement-Lernen, im sogenannten modellbasierten Reinforcement-Lernen, wäre das ein Datensatz, wo man immer Anfangszustand, Aktion
und resultierenden Zustand hat. Die Frage ist, kann ich von einem solchen Datensatz ein statistisches oder ein probabilistisches Modell lernen, das mir die Wahrscheinlichkeitsverteilung über Folgezustände gibt, gegeben einen Anfangszustand und die Aktionen, die ich in dem Zustand mache. Im Reinforcement-Lernen oder auch im modellbasierten Reinforcement-Lernen, wenn man in kleinen, diskreten Welten leben würde, würde man das hier als konditionale Wahrscheinlichkeitstabelle auffassen und würde einfach diese Einträge in der konditionalen Wahrscheinlichkeitstabelle versuchen zu schätzen. Das klappt nicht sehr gut. Wenn man zum Beispiel schon 20 Objekte hätte, ist der Zustandsraum größer als die Zahl der Partikel im Universum, die man hat. Also das wird man nicht schaffen, auf naive Art und Weise solche konditionalen Wahrscheinlichkeitstabellen in solchen Zustandsräumen zu lernen. Was kann man machen? Auch das kam, diese Idee kam heute Morgen in dem Vortrag auch schon vor. Was wirklich spannend ist und ich glaube auch fundamental, um abstrahierendes, generalisierendes Wissen zu generieren, zu akkumulieren aus Daten, ist zu versuchen, die Daten zu komprimieren. Das heißt, eine minimale Beschreibungslänge dieser Daten zu finden. Wenn ich ganz kurz nochmal zurückgehe und mir diese Daten anschaue, ist es ganz offensichtlich, dass es, wenn ich diese Daten genau auf diese Art und Weise in einen ASCII-File abspeichern würde, ist es vollkommen offensichtlich, dass ich diese Daten extrem stark komprimieren kann. Warum? Weil viele, viele dieser Prädikate, die im Anfangszustand waren, sind natürlich unverändert im Endzustand. Und viele, viele Regeln, wenn ich zum Beispiel irgendeine Aktion auf ein bestimmtes Objekt C gemacht habe, hat es genau den gleichen Effekt, als wenn ich die gleiche Aktion auf ein anderes Objekt B mache. Das heißt, was dieses Lernverfahren letztlich macht, ist, es versucht, diese Erfahrungen durch probabilistische Regeln zu beschreiben, die diese Erfahrungen in minimaler Beschreibungslänge, die gleichzeitig versucht, die Beschreibungslänge zu minimieren. Diese Art des Modells, das hier gelernt wird, sind, wie gerade gesagt, sind probabilistische Regeln. Das heißt, das sind Regeln, die einerseits generalisieren über Objekte. Das heißt, diese X und Y hier sind jetzt erste Ordnung Variablen. Das heißt, sie gelten nicht für bestimmte Objekte, sondern für alle Objekte, die diese Eigenschaften haben. Und die Outcomes dieser Regeln sind probabilistisch. Es gäbe viele andere Arten, dieses Wissen zu repräsentieren, aber das ist hier nicht der Punkt. Was interessant ist, ist, dass man sehr stark komprimierte Regelsätze finden kann, indem man wirklich versucht, die Daten zu beschreiben, und das heißt ja formal die Likelihood der Daten unter diesem Modell zu maximieren, gleichzeitig aber die Beschreibungslänge zu minimieren. Und die Möglichkeiten, die Beschreibungslänge zu minimieren, besteht eben darin, dass man Regeln einführt, die über Objekte generalisieren, und dass man Regeln einführt, die diese Frame Assumption ausnutzt. Das ist genau die Annahme, dass viele, viele Eigenschaften der Welt sich nicht ändern, wenn die Aktion nicht explizit, ja, oder wenn die Regel sie nicht explizit benennt. Auf den letzten Punkt will ich darauf einkommen. Warum müssen diese Regeln unsicher sein oder warum müssen sie probabilistisch sein? Ich glaube, hier ist ein wesentlicher Punkt, warum vielleicht klassische KI oder wo klassische KI ein Problem hatte, nämlich womöglich nicht im Reasoning oder in dem Formalismus an sich, sondern beim Lernen. Es ist extrem schwer, deterministische Modelle zu lernen. Also stellen Sie sich vor, Sie würden aus allen Ihren Erfahrungen, die Sie in Ihrem Leben gemacht haben, versuchen, ein deterministisches Modell zu lernen, das behauptet, alles haarklein erklären zu können. Ich glaube, da würde man verrückt werden, wenn man versuchen würde, ein solches Modell zu lernen, weil man jede kleinste Erfahrung versuchen würde, exakt abzubilden in dem Modell. Ich glaube, was hier entscheidend ist, ist die Einsicht, dass man probabilistische Regeln einführt, natürlich, um auch stochastische Prozesse abbilden zu können, aber das ist fast sekundär. Primär ist, dass man probabilistische Regeln einführt, weil sie einem erlauben, das Wissen, das Modell stärker zu komprimieren, weil sie einem erlauben, selbst unsichere Modelle zu formulieren und deshalb auch kompaktere Modelle. Also für diejenigen, die das Thema der Regularisierung aus der Lerntheorie ein bisschen kennen, wenn man sich selbst zwingen würde, deterministische Regeln zu lernen, dann entspricht das letztlich so, dass man extrem komplizierte Modelle sich zurechtbasteln muss. Wenn man sich selbst aber erlaubt, ein unsicheres Modell zu haben, kann man wesentlich kompaktere und stärker generalisierende Modelle extrahieren. Das heißt, die Rolle dieser probabilistischen Regeln und der Unsicherheit in diesem ganzen Modell besteht letztlich darin, dass es einem erlaubt, zu abstrahieren und zu regularisieren. Okay,
Das waren ein paar Details dazu, wie man Regeln lernen kann. Und ich werde gegen Ende auch noch ein Beispiel bringen, wie das funktioniert. Wenn man denn solche Regeln gelernt hat, ist dann natürlich die Frage, wie kann man mit solchen Regeln, wie das im Reinforcement Lernen oder auch bei Markov-Entscheidungsprozessen der Fall ist, wie könnte man dann mit solchen Modellen dann auch überhaupt planen? Wie könnte man Aktionen machen? Stellt sich raus, dass die Standardmethoden zur Planung in solchen probabilistischen, regelbasierten Modellen, meist basiert auf Baumsuche, also Sparse Sampling Trees, Upper Confidence Trees, extrem schlecht skalieren mit dem Größe des Zustandsraums, insbesondere mit der Zahl der Objekte. Das führt jetzt auf quasi das zweite Forschungsthema, das mich in den letzten 5 Jahren eigentlich relativ viel beschäftigt hat. Und zwar die Idee, dass man Planungsprobleme übersetzen kann, dass man sie anders formulieren kann als aus der Bellmannschen Sicht oder aus der Sicht von Suche in Bäumen. Und zwar, dass man sie reduzieren kann auf ein Inferenzproblem in sogenannten dynamischen Bayesian Netzwerken. Ich gehe darauf nur sehr kurz ein, weil das Thema letztlich ein großes Thema ist. Aber was das bedeutet, ist, dass man, wenn man jetzt aus Erfahrung ein probabilistisches, regelbasiertes Modell gelernt hat, das eben über Objekte generalisiert, kann man dieses Modell, abstrahierende Modell, für eine konkrete Instanz der Welt, also das heißt für eine konkrete Instanzierung von Objekten, die eben in der Welt da ist, übersetzen, geradezu kompilieren in ein anderes Modell, in eine vollkommen andere Repräsentation. 5 Minuten? Ja. Gut, und diese andere Repräsentation ist eben ein dynamisches spatiales Netzwerk. Das heißt, interessanterweise nutze ich hier vollkommen verschiedene Repräsentationen zum Lernen. Stellt sich heraus, dass diese regelbasierten Repräsentationen sehr geschickt sind zum Lernen, wohingegen für Reasoning kompiliere ich dieses gleiche Wissen in vollkommen andere Repräsentationen, dynamisches spatiales Netzwerk. Und in diesem Netzwerk kann man eben Inferenzmethoden nutzen, um zu planen. Ich gehe kaum auf diese Idee ein, dass man Planen eben als Inferenzproblem reduzieren kann auf einer anderen Repräsentation. Ich erwähne eigentlich nur ganz kurz, dass es ein Thema in unserer Arbeitsgruppe war, das in vielen, vielen Anwendungen quasi durchgespielt wird. Ja, es ist quasi ein Konzept, das man immer wieder für viele, viele Anwendungen durchexerzieren kann. Also eine ganz schöne, finde ich, ist jetzt gerade erst in diesem Jahr auf der IHCAI präsentiert worden, wo wir Multiagentensysteme, Planung mit Multiagentensystemen, das eigentlich ein NextP, also überexponentiell, polynomiell schwerere Probleme sind, approximativ lösen können und relativ effizient lösen können, indem wir die in so Inferenzprobleme übersetzen. Damit will ich es letztlich auch schon dabei belassen, über dieses Planning by Inference. Und das ist eben das konkrete Bayesian Netzwerk, das sich ergibt, worauf ich auch auf die Details nicht eingebe. Und das das ist deutlich effizienter als sonstige Suchmethoden erlaubt, tatsächlich mit diesen gelernten Modellen zu planen. So, ganz kurz hier jetzt ein Beispiel von den Welten, den Simulationswelten. Das sind Blocksworld-artige Welten. Und was ich mit der Simulation letztlich zeigen will, ist, manche Dinge sind ganz ein bisschen unrealistisch in der Simulation. Zum Beispiel das Greifen ist nicht ordentlich simuliert, das ist nur so ein Magic Finger. Andere Dinge sind relativ realistisch in der Simulation, nämlich dass eben solche Dinge passieren können, dass das Ganze auch mal umfällt und wenn er irgendwelche Objekte greift, dass da relativ Chaos passieren kann. Also man stelle sich eben vor, dass aus solcher Erfahrung eben so ein probabilistisches, regelbasiertes Wissen gelernt wird und man mit diesem Wissen auch planen kann. Das ist nur die Folie, die ich üblicherweise in Konferenzvorträgen brauche, um das Ganze auch zu verkaufen. Aber ich will jetzt hier gar nicht auf die Zahlen eingehen. Das nur so nebenbei. Das heißt, wir können in solchen Welten lernen und planen. Die Frage ist, sind wir jetzt eigentlich schon beim autonomen Lernen? Und nicht wirklich. Was eigentlich fängt jetzt der Spaß an. Also wir haben jetzt hier die tollen Methoden jetzt in unserer Hand. Wir können in solchen Welten abstrahierende, probabilistische, regelbasierte Modelle lernen. Und wir können tatsächlich auch mit denen umgehen, Inferenzmodellen betreiben. Und jetzt, was können wir letztlich machen? Wir können uns fragen, wie kann er denn autonom explorieren in solchen Welten? Und stellt sich auch raus, dass letztlich, es gibt ja sehr schöne Theorien über Exploration in Reinforcement Lernen, Bayesian Reinforcement Lernen und auch RMAX E-Cube. Die Frage ist, wie kann man die übersetzen? Und ich glaube, der Kernpunkt ist,
All diese Methoden basieren darauf, dass sie sich eine Begrifflichkeit der Interessantheit eines Zustands versuchen zu definieren. Wie interessant ist ein Zustand? Und je seltener ich eigentlich an einem Zustand war, desto interessanter ist es, ihn zu explorieren. Das ist aber tricky. Wenn jetzt mein Zustandsraum überexponentiell groß ist, sind alle Zustände eigentlich immer furchtbar interessant, weil ich kann niemals im Leben alle Zustände jemals exploriert haben. Das heißt, wenn ich in naiver Art und Weise versuchen würde, diese Explorationsmethoden zu übertragen, würden in diesem exponentiellen Zustandsraum eigentlich alle Zustände ständig interessant sein und es gäbe keine effiziente Exploration. Der Punkt ist aber, dass man jetzt mit Hilfe dieses Priors oder der Generalisierung des Modells sagen kann, dass eben doch nicht alle Zustände gleich interessant sind, sondern vor allem die Zustände, auf denen ich mein generalisierendes Modell nicht anwenden kann. Ein Beispiel, wenn ich schon dreimal jetzt oder eine rote Kugel gesehen habe und anstupse und sie rollt und vielleicht auch, ja meinetwegen eine gelbe Kugel auch angestupst habe und sie rollt auch, würde ich dann die grüne Kugel auch nochmal anstupsen, nur weil sie jetzt grün ist, oder würde ich lieber jetzt eine grüne Box nehmen, weil mein Modell tatsächlich nicht generalisieren würde auf dieses Modell. Und tatsächlich ist es so, dass dieses abstrahierende Modell, letzter Video, dann bin ich vorbei, sorry, es auf eine sehr interessante Art und Weise dem System erlaubt, explorative Strategien zu entwickeln. Das ist ein Beispiel und das ist eine ganz kleine Welt. Und der Grund, weshalb hier in der Simulation nur so eine kleine Welt ist, ist, weil ansonsten kann man als Betrachter dieses Videos überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was da letztlich passiert. Und es ist auch schwer, das im Detail durchzugehen, aber den Punkt, den ich machen will, ist, dieser Roboter fängt mit Tabula Rasa an, hat kein Wissen, nichts, und fängt mit zufälligen Aktionen deshalb anfangs an. Und nach jeder Aktion hat er eine Erfahrung und das Interessante ist, für uns als Betrachter, wenn wir zuschauen, welche Effekt diese Erfahrung hat und ich habe jetzt hier in dem Video immer hingeschrieben, Major Experience, wenn diese Erfahrung den Effekt hatte, dass es in dem regelbasierten Modell neue Regeln quasi entstanden sind durch diese Erfahrung. Das heißt, was hier letztlich passiert, ohne im Detail darauf einzugehen, es ist einfach eine Iteration, dass der Agent immer wieder abschätzt, kann ich mein momentanes Modell nutzen, um vielleicht anzukommen? Und wenn nicht, was wäre dann der interessanteste Zustand, um zum Ziel, um am meisten zu lernen? Und nach jeder Erfahrung wird dann letztlich das Modell geupdatet und manchmal ist es eine langweilige Erfahrung, weil es einfach nur der Erwartung entspricht und manchmal ist es eine interessante Erfahrung, weil es eine vollkommen neue Regel erfindet. Man braucht am Ende, ich glaube, das ist auch ein Punkt, insgesamt vielleicht 20 oder 18 Aktionen, ich hoffe, das sind 15 Aktionen, 15 Aktionen, um in so einer Welt ein korrektes Weltwissen zu finden und das Ziel zu erreichen. Obwohl der Zustandsraum hier extrem, extrem groß ist, wenn man den enumerieren würde. Das heißt, letztlich der Punkt an dieser kleinen Demo ist, dass es wirklich skaliert, dass man auch für extrem große Zustandsräume eben nicht viele Explorationen, nicht viele Aktionen braucht, um sehr stark generalisierende Modelle zu lernen.